Applaus an die GEMA. Die netten Leute haben nämlich ganz toll mein Bullet-Cover gesperrt, was ich jetzt persönlich nicht so toll finde. Darum habe ich jetzt etwas für euch, für die GEMA, was ihr euch auf jeden Fall mal kurz anschauen solltet, um zu verstehen, was ich gerade bei euch denke. Oh yeah! So viel dazu. Gut, mein Cover ist down, kann ich es gegen machen. Die GEMA hat Stress gemacht. Jetzt brauche ich neues, ich weiß noch nicht was. Gut, es gab gewisse Möglichkeiten, um das Video und den Pitch vom Video, vom Sound, vom Lied höher oder tiefer zu stellen. Stopp, kleines Technik einmal eins für die Leute, die nicht wissen, was ein Pitch ist. Der Pitch eines Liedes ist. Also, das Lied kann entweder so klingen. Man kann den Pitch allerdings auch verändern, dann klingt er dann so. Das mit dem Pitch verändern war mir aber zu blöd und klingt da noch irgendwie scheiße. Darum lasse ich es jetzt so, ich werde das Video einfach auf dem Kanal lassen. Ist mir egal, ob es jetzt nur 0 Aufrufe stehen oder so, ist mir egal. Ganz interessant ist, ich kann es auf meinem Kanal gucken. Also wenn ich mich bei mir anmelde, kann ich es gucken. Ihr könnt es nicht sehen, tut mir leid. Dann werde ich jetzt wohl mal ein neues machen müssen und ich habe auch einfach keine Lust mehr auf dieses scheiß Lied, weil erst mein Laptop kaputt. Gut, dann kann ich es wieder machen. Habe ich halt. Versicherung 9, okay. Dann gehen meine externe kaputt. Alle Videos weg. Das heißt, nochmal ein neues Video gedreht. Dann, Video da. Soll ich jetzt noch mit Richtungswechseln, so wie versprochen, und hin und her und winkeln? Kein Bock, ich mach das jetzt fertig und lade das hoch. Hochgeladen. Bling. Guck's mal auf dem Kanal an. Mann, ist das schön. Facebook, Kommentar von. Und, die GEMA hat dein Video gesperrt. So saß ich dann bei gut 5 Minuten lang. Lass mich. Weil wir haben hier eh eine 1000er Leitung oder was im Birten. Und das Video dauert 150 Minuten. Eine Stunde, zweieinhalb Stunden sind dann. Und ich sitze dann da. Es ist oben, es ist oben. Ja, schade, das geht nicht. Jetzt mache ich auf jeden Fall ein neues Cover. Ich habe auch einiges. Ich habe jetzt mein Schlagzeug so weit. Ich habe mein Schlagzeug so ein bisschen erweitert. Um HCS. HCS China von Meinl. Ist eigentlich ein ziemlich cooles Teil. Ich mag es sehr gern. Lass dich bestimmt mal lustige Sachen machen. Ja, 12 Zoll ist es groß. Lass dich bestimmt mal lustige Sachen mitmachen. Mal sehen. Und jetzt muss ich mir ein neues Cover überlegen. Ich weiß aber noch nicht wirklich welches Lied. Und wenn irgendjemand dieses Video sieht und einen YouTube-Account hat und eine lustige Idee hat, bitte schreibt es in die Kommentare und dann werde ich es mir überlegen. Bis dahin. Second Jumpy sagt adieu.